nein, das Mädchen wird von einer riesigen Spinne angegriffen. Wir müssen ihr helfen und dafür zeichnen wir jetzt hier, oh, einen Pfeil, mit dem wir die Spinne angreifen können. Ha. Aber schaffen wir auch die nächste Zeichnung und hierfür müssen wir den Eiffelturm, puh, reparieren. Das war nochmal knapp. Heute müssen wir zeichnen, um das Leben von Menschen zu retten. Oder wir ruinieren ihr Leben und erledigen sie. Okay, wie kommt die Schildkröte jetzt ans Ziel? Können wir einfach die Ziellinie einfach vor die Schildkröte zeichnen? Geht das Ganze? Oh, wir zeichnen einfach eine Rakete auf die Schildkröte und haben sie damit gerettet. Das war ein bisschen unfair. Aber als nächstes müssen wir die Menschen nicht retten, sondern wir müssen sie ruinieren. Okay, wie können wir jetzt am besten ihr Date ruinieren? Mit einem Regenschirm und... Oh mein Gott! Wir haben sein Leben ruiniert, Freunde. Was haben wir getan? Okay, als nächstes müssen wir ihn retten, Freunde. Ich glaube... Oh, vielleicht mit einer Taschenlampe. Oh, wir haben ein Schwert gezeichnet. Damit kann er das Monster besiegen. Wie können wir jetzt am besten helfen oder sein Leben ruinieren? Oh, er ist blind, Freunde. Das bedeutet... Okay, ihm werden wir helfen. Ihm zeichnen wir jetzt so einen Blindenstock. Ich weiß nicht, wie sieht so ein Blindstock aus, Freunde. Ich glaube, so vielleicht oder so, oder? Muss er vielleicht was auf beide Hände haben oder so? Ich glaube, wir müssen ihm auf jeden Fall so eine Art Blindenstock oder sowas zeichnen. Und okay, da haben wir ihn. Was? Er war nicht blind. Oh mein Gott, ihr hättet mir nicht helfen sollen. Aber sollen wir der nächsten Person helfen oder ihr Leben ruinieren? Helfen sie ihm, Aufmerksamkeit zu erregen. Und oh, wir müssen bestimmt so ein krasses Zepter zeichnen, damit er die Meerjungfrau beeindrucken kann. Wow, ey, das hat sogar mich beeindruckt. Wie sieht sie denn aus, Freunde? Eigentlich dürfen wir ihr nicht helfen. Aber wir müssen jetzt ihre ganzen gruseligen Tentakel unter ihrem riesen Kleid verstecken, dass keiner die Wahrheit über sie kennt. Oh, und was müssen wir jetzt hier zeichnen? Okay, wir müssen, dem warmen, grauen Planeten helfen. Oh, wieso ist der so traurig? Und warte mal, alle Planeten sind am Kreisen. Und, oh, der Planet hat gar keine Umlaufbahn. Das bedeutet, oh, wir zeichnen die Umlaufbahn. Und, ah, jetzt bekommt der Sonne ab von der Sonne. Und ihm ist schön warm wieder. Das freut mich. Okay, Freunde, aber können wir auch den nächsten Verdächtigen finden? Hilf mir jetzt auf jeden Fall mit. Okay, der Verdächtige hat orangene Haare. Können wir ihm einfach orangene Haare zeichnen? Aha, da haben wir ihn erwischt. Wir haben ihn einfach zum Verdächtigen gemacht. Was fehlt bei diesem Bild. Irgendwas ist auf jeden Fall hier merkwürdig. Oh, ich hab's. Ich glaube, oh, das ist die Freiheitsstatue. Und sie hat doch eine Fackel eigentlich in der Hand. Genau, ja. Jetzt leuchtet die Fackel und brennt sie schön. Was wird hier vermisst? Okay, ist es ein Dach? Ich glaube, das ist doch auch ein berühmtes Gebäude mit... Ah, okay, mit so einem Dach. Okay, das sieht auch cool aus. Oh nein, Freunde. Wer ist jetzt hier der Gewinner? Wir müssen, ich glaube, wir müssen dem kleinen Ritter helfen oder sein Leben ruinieren. Von dem großen Ritter hier. Können wir vielleicht seine Lanze, zack, so durchbrechen oder so? Das funktioniert leider nicht. Können wir ihn vielleicht hier, oh, eine riesengroße Lanze für ihn zeichnen? Auch nicht. Aber was ist... Oh, wenn wir das Schild zeichnen? Was? Wir haben es einfach sein Leben ruiniert. Oh nein, Freunde, es ist Dracula. Er darf natürlich nicht die Sonne sehen. Das bedeutet, oh, können wir die Sonne irgendwie zumalen? Oh, wir malen eine Wolke dazwischen. Und okay, wir haben ihn gerettet. Oh nein, wie sieht sie denn aus? Sie ist total dreckig. Da würde ich sagen, kein Problem. Ich werde dir helfen. Ich habe einen guten Tag. Wir malen jetzt hier einen Duschkopf. Und jetzt ist sie wieder wunderbar, super sauber. finde das Geheimnis, Freunde. Oh, okay, sie hat eine Sprühflasche. Und damit würde ich sagen, können wir jetzt hier diesen ganzen Bereich scannen. Oder, ich glaube, wir müssen jetzt hier so dieses Kratzwerkzeug machen. Damit kratzt sie alles auf und... Oh, es war nur eine Statue. Falscher Alarm. Oh nein, der arme Obdachlose. Oh, Freunde, sollen wir ihm jetzt helfen oder sein Leben ruinieren? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Helfen oder nicht helfen? Freunde, denkt nach. Ich meine, gerade eben war es ein Blinder. Und okay, ich würde sagen, wir helfen ihm. Können wir ihm einfach so Geld reinzeichnen oder sowas? Und es war kein richtiger Obdachloser. Ich wusste es, Freunde. Ich vertraue nie wieder irgendwem. Oh nein, was ist jetzt mit dem Arzt los? Ich meine, ich bin auch kein Arzt. Wie sollen wir ihm helfen? Können wir einfach so in der Mitte irgendwas durchschneiden oder sowas? Oder müssen wir das Ganze so zusammenfügen? Können wir oben was zeichnen? Das geht auch. Ah, er braucht seine Schere oder seine Zange. Jetzt habe ich, um das Ganze jetzt hier zu entfernen. Sehr gut. Was würde er nur ohne mich machen? Lass sie üben. Und okay, sie ist auf einem Laufband. Und okay, aber sie läuft nicht. Finde den Fehler. Können wir das Laufband anschalten? Wieso ist hier ein Seil? Oh, wir platzieren einen Burger. Was? Jetzt rennt sie den Burger hinterher. Okay, okay. Nicht schlecht. Repariere den Zepterbaum der Hexe. Warte mal. Den Zepterbaum? Das bedeutet, wir brauchen bestimmt so einen Zepter. Brauchen wir wieder so einen Zepter? Oh, wir brauchen so einen Zepter. Und damit... Oh, kann er das Meer durchspalten? Oder? Der arme Fisch. Der arme Fisch, Freunde. Oder ich werde ihr ein Meer zeichnen. Oh, der Wind pustet sie weg. Das bedeutet, okay, wir müssen hier schnell jetzt hier so was anziehen, würde ich sagen. Okay, jetzt sollte sie keine Angst mehr haben. Wir haben auch sie gerettet.
Oh, okay, wir haben jetzt einen Polizisten und wir brauchen Freude. Wir zeichnen die größte XXL-Taschenlampe der Welt und damit haben wir den Dieb geschnappt. Ha. Dem Polizisten haben wir geholfen und dem Dieb haben wir das Leben ruiniert. Okay, ich glaube, ich habe ihr Problem gefunden, wieso sie schlecht sehen können. Einen Moment, ich glaube, ihr fehlt da so ein Glas und jetzt sollte sie mich besser sehen können. Oh nein, wir müssen den Höhleingang einstürzen, um sie zu retten. Okay, wie machen wir das Ganze am besten? Können wir einen riesengroßen Felsen zeichnen und damit, oh ja, haben wir ihr das Leben gerettet und sein Leben zerstört. Freunde, schau mal, wir haben jetzt einen neuen, wow, einen neuen Stift am Start, so einen Kugelschreiber. Okay, wir müssen den Vampir retten. Okay, ich glaube, okay, wir müssen wieder bestimmt hier so ein Fenster oder sowas zeichnen, damit kein Sonnenlicht reinkommt. Okay, und damit haben wir den Vampir, oh, gerettet. Und ich hoffe, er tut es nicht böse. Beide, sollen wir der Maus helfen oder sollen wir der Katze helfen? Ich muss der Maus helfen. Ich muss irgendwie der Maus helfen. Was ist das hier? Kann sie das irgendwie nehmen oder so? Oh, es ist ein Pilz und damit verwandeln sie sich in eine Riesenmaus. Oh nein, sie wurde entführt. Hm, okay, wir haben eine Säge und wir haben rechts ein Stück Holz. Wie können wir sie retten? Was ist das hier oben? Können wir damit das Draht durchschneiden oder mit der Säge? Können wir mit der Säge oder mit dem Holz? Warte, mit der Säge können wir doch bestimmt das Holz durchschneiden. Oder wir müssen vielleicht selber eine Art Säge zeichnen oder so, damit wir das Seil durchtrennen können. Auch nicht. Oh, wir haben einen Fernseher nach oben gezeichnet und damit, ah, fällt der runter und wir haben sie befreit. Dankeschön für den Applaus. Oh nein, sie, die arme Seerobbe, sie so, nye, nye, nye. Wir müssen sie retten, Freunde. Diesmal entscheide ich mich für die Seerobbe. Diesmal werden wir sie retten, aber wie machen wir das Ganze? Oh, warte mal, Freunde, können wir vielleicht so Löcher zeichnen? Oh, ein riesengroßes Loch, damit sie vielleicht einstürzen. Oh, das wäre eigentlich perfekt, muss ich sagen. Oder wir können hier die Seerobbe zum Einstürzen bringen. Komm schon, komm schon. Das ist Glas zersplittert und let's go. Damit kann sie abhauen. Finden sie die Wahrheit raus. Okay, sie stehen vor einem Grab, Freunde. Es ist sehr traurig, aber was verbirgt sich hier drunter? Können wir vielleicht eine Schaufel zeichnen, damit wir das Grab aufgraben können oder sowas? Das wäre echt schlau, muss ich sagen. Aber nein. Aber Freunde, irgendwas ist hier. Was verbirgt sich hier unter dem Grab oder unter der Erde vielleicht hier? Oh, wir haben einen Sarg nach unten gezeichnet. Oh, was? Sie wurde als Geist lebendig. Okay, das ist einfach. Wollen wir ihr Leben ruinieren oder sie retten, Freunde? Das ist eindeutig. Wir werden sie retten. Und zwar werden wir jetzt hier, zack, eine Leiter zeichnen, damit sie schnell aus dem brennenden Haus entkommen kann. Aber wen sollen wir jetzt retten, Freunde? Ich meine, ein Leben müssen wir mal retten und eins müssen wir ruinieren. Wer hat das Geld gestohlen? Hm, das werde ich mal genau unterschauen. Haben sie vielleicht hier irgendwo Geld versteckt oder sowas? Oh, vielleicht hier unter seinem Hut? Ist hier vielleicht irgendwas? Oder im Tresor? Okay, im Tresor ist auf jeden Fall kein Geld. Aber was ist hier unten? Hier unten ist so ein Spalt oder so. Oh mein Gott, er ist reingefallen. Er hat das Geld unter der Mütze, unter seiner Mütze. Oh nein, der arme, der schwache Mann. Okay, so schwach sieht er aber nicht aus, aber puh, okay, da haben wir ihm gerade so geholfen noch. Oh, okay, sie wünscht sich also wunderschön nach. Okay, machen sich keine Sorgen. Ich zeichne so ihnen die wunderschönsten pinken Haare, die sie sich jemals vorstellen können. Oh mein Gott, Freunde. Voila. Schaut euch das Ganze mal an. Wie gut sieht das bitte jetzt aus? Chicken Wing. Ey, yo. Okay, es ist zwar kein Chicken Wing, aber Freunde. Okay, wir zeichnen das Ganze perfekt. So und boom. Und oh, es ist Fütterungszeit. Und für das Zaka Krokodil. Und oh. Oh nein, er ist traurig. Seine Zähne, was passiert? Was fehlt bei diesem Bild? Okay, ich muss sagen, bis jetzt fällt mir nichts Unauffälliges auf. Es sieht eigentlich alles normal aus. Und oh, warte mal, sie balanciert doch auf irgendwas. Müssen wir jetzt hier eine Stange zeichnen? Und oh, okay, wir haben Schuhe gezeichnet. Wir haben Schuhe gezeichnet für sie. Das hat gefehlt. Oh, Freunde, schnell. Wir müssen seinen Bildschirm mal abdecken. Er zockt heimlich Fortnite, aber er darf nicht erwischt werden. Er macht nur seine Matheaufgaben. Puh, ich glaube, ihn haben wir doch mal gerade so gerettet, bevor sein Leben ruiniert wurde. Okay, bereiten Sie ein Mädchen auf ein Date vor. Warte mal. Ah, ich glaube, er hat hier den Strauß, aber keine Blumen. So, keine Sorge. Puh, das war nochmal knapp. Da hat es nochmal Glück gehabt. Finde den Schatz. Oh, okay, er hat eine Spitzhacke. Aber hier fehlt noch eine Spitze hier. Zack, und komm schon, grab weiter. Niemals aufgeben. Du darfst niemals aufgeben. Wow, er hat hier wirklich, wirklich gefunden, Schatz. Stopp, wir müssen den Dieb fangen. Okay, hier ist eine Ausgangstür. Können wir jetzt einfach hier die Ausgangstür hinzeichnen? Oh, das ist bestimmt aber eine Fake-Ausgangstür. Und damit knallt sie gegen die Gitterstäbe. Nein, ich glaube, sie will den alten Mann vergiften. Freunde, wir werden ihr Leben ruinieren und wir werden den alten Mann retten. Und das werden wir tun, indem wir... Freunde, seht ihr die Risse unten auf dem Boden? Wir werden die Risse ausbreiten. Tschüss. Wo auch immer sie hingefallen ist. Aber wir haben den alten Mann gerettet. Oh, okay,
bei diesem Level müssen wir beide Personen retten. Okay, wie helfen wir ihnen zu entkommen? Können wir eine Art Brücke zeichnen? Ah, so ein Stamm. Und okay, damit können sie sich retten. Oh nein, aber was? Freunde, ich meine, ich probiere echt vieles, aber einen Löwen? Wie soll ich jetzt einen Löwen probieren zu bändigen? Oh, das muss bestimmt so ein Wollknäuel sein, damit er damit spielen kann. Wie so ein kleines Kätzchen. Und oh, ja, perfekt. Jetzt hat es funktioniert. Puh. Renn weg lieber. Ah nein, das arme kleine Kätzchen ist auf dem Baum jetzt hier drauf. Okay, können wir vielleicht so eine Art Knochen zeichnen für den Hund? So, hier kleiner, willst du einen Knochen haben? Oder können wir irgendwas hier vielleicht den Knochen zeichnen oder sowas? Oder wir zeichnen Knochen in seinen Mund. Das geht auch nicht. Oh, aber warte mal, was ist da oben, Freund? Ist das... Oh, ein riesengroßer Apfel, der auf seinen Kopf drauf fällt. Oh nein. Ich glaube, die Katze haben wir gerettet und den Hund haben wir ruiniert. Oh, okay, er versucht jetzt hier, ich glaube, seine Freundin oder sowas zu zeichnen. Ich würde sagen, keine Sorge, ich bin ein Künstler, Freunde. Voila, ein Meisterwerk und wow. Und oh, sie ist... Oh nein. Sie war nicht sauer. Okay, hier haben wir leider sein Leben zerstört. Es tut mir leid. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich kann nicht alle retten, Freunde. Repariere ihren Speer. Oh, warte mal, ein Speer? Hat da vorne so eine Spitze eigentlich. Genau, okay, zum Glück. Ihr haben mir auf jeden Fall geholfen. Oh nein, warte mal, finde den Batman. Oh, warte mal, Batman, wo bist du, Freunde? Du musst ihm helfen, er ist unterm Auto. Wenn du willst, dass Batman kommt und ihn rettet, like jetzt das Video und abonniere den Kanal, Freunde. Falls ihr noch nicht getan habt, also alle jetzt das Video like. Nur so, Freunde, mit eurer Hilfe wird es funktionieren und Batman wird kommen. Oder ansonsten wird er es nicht überleben. Aber, Freunde, oh, wir werden jetzt Batman erscheinen lassen mit dem Batmobil, Freunde. Es hat funktioniert und wir haben ihn zusammen gerettet. Aber genug gerettet. Als nächstes werden wir ihr Date ruinieren. Und oh, hier ist ein Gullideckel. Oh, 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 oh. Tschüss. Und hey, na? Das Krokodil will direkt seine Freundin klauen. Okay, wie können wir ihn aufwärmen? Wieso ist er mit T-Shirt und kurzer Hose bitte überhaupt draußen? Können wir ihm vielleicht eine lange Hose anziehen oder so? Das funktioniert nicht. Können wir ihm einfach alles anziehen? So ein riesen... Ah, so eine riesen Jacke. Und okay, tschüss. Oh nein, der Fotograf ist wieder... hat wieder ein kleines Problem. Oh, er probiert das Seil zu schnappen. Hier, okay, wir müssen das Seil weiterzeichnen. Und damit kann er sich rüberschwingen in der letzten Sekunde. Okay, er ist im Gefängnis. Und warte mal, wir sollen ihm helfen, die mir ihn abkühlen. Okay, die Klimaanlage ist aus. Wir müssen die eigentlich nur anstecken, okay? Manchmal ist es sogar einfacher als gedacht, muss ich sagen. Und jetzt kann er sich entspannen. Diesmal müssen wir dem Mädchen oben helfen. Aber warte mal, wie können wir jetzt ihr helfen, damit sie schneller fährt? Können wir vielleicht so hinten so einen Raketenboost oder sowas? So einen Raketenantrieb kaufen? Nee. Vielleicht können wir auch hier einen Stein platzieren, um ihn irgendwie zum Stürzen zu bringen. Aber das geht auch nicht. Hat das vielleicht irgendwas mit dem Männchen im Hintergrund zu tun oder sowas? Müssen wir vielleicht hier irgendwas im Publikum zeichnen, damit es hier wieder besser geht? Oh mein Gott, wir mussten wirklich eine Rakete zeichnen, aber auf ihren Rücken. Was ist das, Freunde? Wer soll mir diesmal helfen? Ich weiß nicht, Freunde. Diesmal würde ich sagen, helfen mir gar keinem. Aber wir werden das Rennen jetzt starten. Und wer wird gewinnen? Okay, okay, die Omi. Die Omi. Die rollt auf ihrem Rollator und hat sich voll abgezogen. Er kann ja nichts sehen, weil... Oh, und oh nein, sie so lange Haare hat. Aber warte mal, können wir die Haare einfach abschneiden? Und oh, oder wir machen die einfach einen Zopf. Okay, so klappt's auch. Hey, Storch, sie brauchen ein Baby. Und oh nein, okay, der Storch muss ein Baby bringen. Keine Sorge, Freunde, ich werde ihnen helfen. Ich werde ihnen helfen und das schönste Baby nach unten bringen, was die Welt jemals gesehen hat. Und sie sind glücklich. Okay, wir haben sie gerettet. Aber als nächstes müssen wir die Meerjungfrau retten. Und dafür... Oh, warte mal, wir müssen der Krabbe bestimmt eine Hand zeichnen. Und damit... Zack, ha, schneiden sie das durch und die Meerjungfrau ist frei. Okay, diesmal müssen wir das Leben von dem Dieb ruinieren und sie retten. Aber wie soll mir jetzt helfen, wegzufliegen? Ich meine, können wir einen Fallschirm zeichnen oder sowas? Ich meine, sie muss hier irgendwie runterspringen oder sowas. Oder wir zeichnen einen Rucksack auf ihren Fallschirm. Oh, eine Rakete. Und damit, ha, kann sie einfach wegfliegen. Oh nein, Freunde, das ist traurig. Sie hat Geburtstag und keiner ist zu ihrem Geburtstag gekommen. Okay, ich würde sagen, können wir vielleicht hier einen Kuchen zeichnen oder sowas. So eine schöne Geburtstagskuchen. Vielleicht freut sich darüber. Oder können wir vielleicht hier was machen? Oder den Kamin können wir auch vielleicht anzeichnen zum Leuchten. Aber sie ist echt total traurig. Irgendwie bringt sie nichts dazu, glücklich zu sein. Vielleicht können wir ihr so ein paar Geschenke oder irgendwie sowas zeichnen. Das könnte ihr helfen, aber auch nicht. Oh, wir mussten ihr eine Party zeichnen. Aha, da sind doch ihre Freunde. Sie haben es nicht vergessen. Es war also eine Überraschungsparty. Oh, er braucht einen Schlüssel. Warte mal, um da reinzukommen. Okay, das sind schwierige Freunde. Aber wir müssen jetzt die perfekte Form zeichnen. So, und... Okay, warte mal, das hat nicht gereicht. Er braucht einen Schlüssel jetzt hierfür, oder? Und, oh, perfekt. Es hat genau funktioniert. Und damit kann er was die Tür betreten. Und er ist reich geworden. Wir haben ihn sowas von gerettet. Aber könnt ihr erkennen, was bei diesem Bild fehlt? Okay, bis jetzt sieht alles normal aus, muss ich sagen. Wenn sie hat ein Ohrring. Vielleicht fehlt das andere Ohrring, aber... Okay, das kann man ja eigentlich nicht sehen, muss ich sagen. Oh, vielleicht bei ihren Haaren irgendwas? Ah, muss sie ihre Haare vielleicht aufmachen oder sowas? Lass uns mal hier probieren, ihre Haare zu zeichnen. Aha,
Genau, daran lag's. Aber genug gerettet. Als nächstes würde ich sagen, Freunde, wir werden sie jetzt mal richtig erschrecken. Aber wie werden wir sie erschrecken? Vielleicht werden wir hier eine Person hinzeichnen. Ich meine, wieso ist sie sich komplett am Kratzen, ist die Frage. Das ist auf jeden Fall sehr merkwürdig. Warte mal, vielleicht will sie ja duschen. Vielleicht müssen wir ihr so eine Dusche oder sowas zeichnen. Hier so. Oh, ja. Es war wirklich die Toilette. Und oh mein Gott, es kommt eine Kakerlake raus aus der Toilette. Oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Freunde, wir müssen uns jetzt ganz schnell beiden. Okay, ich sehe, oben ist ein Anker. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Anker zeichnet. Irgendwie so. Sieht so ein Anker aus? Jawohl. Und damit haben wir den Hai besiegt. Wenn man denkt, der Tag könnte nicht schlimmer werden, dann wird man vom Sensenmann verfolgt. Aber wie soll man ihm helfen zu fliehen? Und er rutscht drauf aus. Und, was? Er hat sich selber geufft? Was können wir tun, dass das Fernsehen funktioniert? Wir haben kein Signal und, Freunde, ist bei alten Fernsehen muss man noch so Antennen hinzufügen und damit, bekommt man nur Empfang. Und okay, das war echt gruselig, muss ich sagen. Jetzt habe ich mich erschrocken. Zeichne etwas auf seinen Bauch, um ihm einen Streich zu spielen. Okay, was können wir auf seinen Bauch zeichnen, Freunde? Vielleicht so einen kleinen Smiley-Ding. Und, wir zeichnen, was ein Foto von ihr. Und die Freundin ist richtig wütend. Okay, Freunde, wir müssen jetzt hier dem rechten Mädchen helfen. Sie putzt hier die Wohnung und links ist nur am Meckern hier. Wir müssen irgendwie den Lärmbett. Können wir den Mund zukleben? So, mit dem Pflaster zukleben? Das wäre zu einfach, muss ich sagen. Was hat sie auf den Kopf da? Können wir damit vielleicht irgendwie irgendwas tun oder sowas? Womit wir sie reinlegen können? Und, wir haben einfach Kopfhörer gezeichnet. Okay, so klappt das Ganze natürlich auch gut. Oh nein, wir müssen sein Leben retten. Alles gut. Können wir vielleicht so Schwimmreifen zeichnen oder sowas? Oh mein Gott, er muss da oben. Er muss irgendwie nach oben. Oder wir malen ihn hier so ein Schnorchel. Komm schon, halt durch. Halt durch. Jawohl. Okay, es war wirklich der Schnorchel. Und, oh nein. Was passiert? Okay, Freunde, wir machen ganz schnell weiter. Mit dem nächsten Level. Keine Sorge, ihm geht es gut. Und, oh nein, ihn müssen wir glücklich machen. Aber oben ist noch eine Kokosnuss. Können wir vielleicht eine ganze Kokosnuss zeichnen? Weil wir zeichnen hier unten eine Kokosnuss, vielleicht, damit der nicht mehr so hungrig ist, wisst ihr, aber das funktioniert auch nicht. Oder mit einem Strohhalm und aha, doch, erstmal die Kokosnuss und oh. Okay, wir haben ihn gerettet, aber die Erdmännchen haben wir ruiniert. Was ist bei diesem Bild die Wahrheit? Okay, er sieht ziemlich arm aus, muss ich sagen, aber, aber im Hintergrund steht ein Lamborghini. Hat der vielleicht irgendwas da in seiner Hosentasche oder so? Warte mal, ich wette, er hat dort den Schlüssel. Können wir so den Schlüssel zeichnen oder sowas? Wie sieht ein Lamborghini-Autoschlüssel aus? Ich weiß nicht, Freunde. Ich habe leider keinen Lamborghini, aber ich wette mit euch, ihm gehört auf jeden Fall das Auto. Das bedeutet, er versteckt ja irgendwas in seiner Hosentasche da drin. Oh, wir haben ihn einfach einen frischen Anzug angezogen und okay, ja, jetzt sieht er auf jeden Fall schick aus. Hey, Sonnenblumen, oh mein Gott, Freunde, ich habe noch nie sowas Trauriges gesehen wie traurige Sonnenblumen. Okay, ich glaube, Freunde, ich glaube, wir müssen die Sonnenblumen glücklich machen, indem wir jetzt hier eine wunderbare Sonne jetzt hier zeichnen. Okay, auch nicht, vielleicht so eine kleine Sonne. Aha, okay, eine kleine Sonne und jetzt sind sie wieder glücklich. Oh nein, wie ist das Mädchen in diese Situation geraten? Und vor allem, die wichtigere Frage ist, wie holen wir sie da raus? Ist da irgendwas im Hintergrund? Oh, ein Vogel. Und, der Vogel hat sie gerettet. Oh, auf den Kopf musst du nicht pieksen. Das war einer zu viel. Wie erschrecken wir jetzt am besten das Mädchen? Okay, eigentlich müssen wir doch immer so eine Murmel da reinzeichnen. So eine Murmel ist doch immer so drin in Muscheln. Aber was ist, wenn da ein riesengroßes Monster vielleicht ist oder sowas? Wie wir sie erschrecken können. Oder die Muschel klappt so zu und frisst sie auf. Und wir zeichnen so Zähne oder sowas, wisst ihr? Ah, das könnte auch sein. Oh, wir haben eine Murmel gezeichnet und daraus kam ein Hai raus. Oh, er wird beim Clown erwischt. Freunde, ihr solltet niemals klauen. Okay, wie können wir ihn am besten bestrafen, Freunde? Ich glaube, wir geben dem Mädchen jetzt hier einen Gartenschlauch und damit wird er seine Lektion, glaube ich, lernen. Das hat er auf jeden Fall verdient. Okay, sie sieht ganz schön traurig aus, muss ich sagen. Warte, müssen wir nicht den Rucksack irgendwie erstmal schließen? Oder, wir müssen vielleicht Bücher reinzeichnen. Wir müssen ihr auf jeden Fall helfen, diesmal, sich vorzubereiten. Aber wieso guckt sie die ganze Zeit da nach oben? Auf den Kaktus da drauf. Das ist echt sehr merkwürdig. Können wir vielleicht den Kaktus hier mitnehmen? Oh, wir mussten Bücher aufs Regal zeichnen. Okay, jetzt ist sie perfekt vorbereitet. Kein Ding für die Hilfe. Was verbirgt er, Freunde? Wir müssen auf jeden Fall sein Geheimnis herausfinden. Hinten ist ein Schloss am Kleiderschrank, das sehe ich direkt. Aber wie können wir dieses Schloss knacken? Vielleicht zeige ich mir jetzt einen Schlüssel.
So, vielleicht mit einem Schlüssel. Oh, tatsächlich. Und aha, da habe ich ihn erwischt. Oh, das wird Ärger geben. Ihr Leben habe ich ruiniert. Oh nein, stopp. Wir müssen die Omi retten. Und oh ja, das hat er auf jeden Fall verdient. Aber Freunde, ihr seht es. Wir haben jetzt, wow, einen neuen Stift sogar. So einen Wachsmalstift. Der Mond ist heute wunderschön. Oh mein Gott, Freunde. Ich habe irgendwie Gefühl, gleich wird es irgendwer verwandeln. Aber wo zeige ich mir den Mond am besten hin? Und er ist in Wirklichkeit ein Werwolf. Nein. Finden Sie die Wahrheit. Okay, beide haben auf jeden Fall dickes Bäuchlein, aber, oh, okay, sie hat nur einen Ballon drunter. Hey, was ist mit ihm? Warte mal, bring ihn zurück in die Realität. Wo ist seine Hose? Wo ist seine Hose? Wieso ist er weinen? Ist er nicht in der Realität? Jetzt zeichnen wir vielleicht eine riesengroße Sonne, dass er mal aufsteht langsam. Aber naja, da würde ich sagen, wir zeichnen ihm vielleicht mal hier so ein kleines Outfit oder so, dass er auf jeden Fall wieder aufsteht. Und, aha, okay, willkommen zurück in der Realität, wir müssen einfach Geld zeichnen. Oh nein, was tut der? Der arme Hund, Freunde. Oh mein Gott, nein, er muss auf jeden Fall sofort bestraft werden und ihn, ja, werden wir ruinieren, das hast du davon. Oh nein, wir müssen jetzt hier eine Wolke als nächstes zeichnen, wahrscheinlich, oh, vor die Sonne, bevor der Vampir erledigt wird. Oder vielleicht einen riesengroßen Baum oder sowas, dass die Sonne nicht ihn blenden kann. Oh, oder wir zeichnen eine Disco-Kugel. Ja, das macht natürlich Sinn. Aber wer wird wohl da sein, Freunde? Oh, hallo? Ist das etwa... Ist das hier etwa ein Geist oder so? Freunde, können wir nicht draufstrahlen? Aber wie sollen wir ihm jetzt helfen? Vielleicht können wir irgendwas auf dem Boden zeichnen oder sowas. Oder vielleicht beim Geist, dass er irgendwie runterfällt oder so. Aber ich meine, ich kann hier fliegen. Oh, es war in Wirklichkeit nur ein Mädchen. Wo sind die Ohrringe der Prinzessin? Oh, Freunde, seht ihr das im Wasser? Leuchtet irgendwas auf? Hier drin sind sie. Aber warte mal, wie sollen wir jetzt hier... wie sollen wir das Ganze zeichnen? Können wir vielleicht irgendwie das Wasser entfernen? Aber es leuchtet hier irgendwie. Ich muss sagen, es wird wirklich immer und immer schwieriger jetzt hier, die Menschen zu retten. Aber okay, anscheinend das funktioniert so nicht hier. Und wir haben es geschafft. Ja, wir müssen einen Weg zeichnen. Und damit ist das Wasser ausgetrocknet. Oh, wir befinden uns mit einem Tennisspiel. Okay, wir müssen bestimmt jetzt hier so den Schläger jetzt hier zeichnen oder sowas. Ah, vielleicht in die andere Richtung, um sie abzuziehen damit. Oder warte mal, fehlt hier nicht das Netz einfach? Oh, da ist halt einfach das Netz gefehlt. Okay, oh. Oh nein, Freunde, wir müssen den Höhleneingang ein weiteres Mal einstürzen lassen. Puh, das war nochmal knapp. Oh, wir müssen ihn jetzt bestrafen, Freunde, und nicht retten, weil er fischt jetzt an einem Fischverbotort. Oh, warte mal, können wir jetzt hier das Loch einfach zumachen? Oder, oh, hier ist auch ein Riss. Wir können das, oh mein Gott, zum Einstürzen bringen und tschüss. Okay, sie will in den Nachtclub reinkommen, aber ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier unten irgendwas faul ist. Aber wie können wir das Ganze am besten jetzt entdecken hier? Wir werfen nochmal einen genauen Blick hier nach unten. Ich glaube, man erkennt auf jeden Fall... Das ist wirklich ein kleines Mädchen, ist was? Oh nein, ihm ist kalt. Kein Problem, Freunde. Wir müssen ihn retten und ganz schnell ein... ein Lagerfeuer zeichnen. Vielleicht ein bisschen... kleiner. Oh mein Gott. Halt durch. Halt durch. Vielleicht ein bisschen größer. Das war, glaube ich, ein bisschen zu groß hier. Hm, oder wir können so eine Art Wolke im Hintergrund zeichnen und... Oh, damit entsteht Feuer. Was? Oh, wir müssen die Prinzessin beschützen. Oh mein Gott, er hat in Wirklichkeit ein Schwert dahinter. Aber wie kann die Prinzessin das jetzt auf jeden Fall sehen, dass er ein Schwert hat? Mit einem Pfeil. Wir zeigen den Pfeil. Nimm die Blumen. Nimm die Blumen. Ah, okay, aber ich glaube, das versteht sie nicht. Oh, vielleicht müssen wir... Oh, ihm ein Cape zeichnen. Und okay, damit haben wir sie beschützt. Okay, Freunde, wir müssen jetzt irgendwie den Tresor als nächstes knacken. Ich kenne mich damit nicht aus. Man muss auf jeden Fall irgendwie eine richtige Reihenfolge auswählen. Können wir vielleicht das, was er im Ohr hat, damit verbinden oder so? Oh, okay, und somit checkt das Ganze ab. Okay, und damit... Wow, was ist das für ein Tresor? Nein, der Arme, er fällt, Freunde. Wir müssen ihn schnell mit einem Fallschirm retten. Und da gleitet er da unten. Oh, das ist sein Vater und okay, er ist nicht mehr am Leben, aber Freunde, wir werden es schaffen. Wie können wir jetzt hier seinen Vater wieder zurückholen? Okay, im Hintergrund ist auf jeden Fall eine Fledermaus. Das hat bestimmt irgendwas damit zu tun. Oh, die Fledermaus fliegt rein und beißt ihn und er wird zum Vampir. Oh, was ist jetzt hier das Geheimnis? Das Licht brennt und okay, wenn der Vorhang zu ist, geht es wieder ihnen gut, denn sie sind beides Vampire. Helfen sie ihm zusammenzukommen. Oh, oben ist ein Portal. Das bedeutet, okay, wir helfen ihnen, indem wir bestimmt uns ein Portal zeichnen und Achtung, er kommt da. Von oben runter. Heiß machen? Okay, wie können wir jetzt den Baum heiß machen? Können wir vielleicht hier so Feuer zeichnen oder irgendwie sowas? Okay. Ich weiß nicht. Oder wir zeichnen oben die Krone weiter. Oh, es war ein Vulkan. Und damit bricht der Vulkan aus. Level 100, Freunde. Helfen Sie ihm, die Preise zu erfüllen. Okay. Warte mal, kann sie nicht ihr Haar herunterlassen oder irgendwie sowas? Rapunzel, lass dein Haar herunter. Oder wir helfen ihnen, indem wir eine Leiter zeichnen, Freunde. Die er dann hochklettert und...
Es hat funktioniert. Wir haben alle Menschen gerettet. Und einige Leben haben wir auch ruiniert. Like und Abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.